Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem Drachen. Ein Rainbow Beach Kite. Wow, das sieht doch mal nice aus. Es kommt von CIM. Es ist ein Einliner-Drachen. Ein Drache selber bedeutet, also das ist eigentlich nach dem Chinesischen als Drachenbilder ausgeführte Drachen selber. Also es ist jetzt kein Drache, der sozusagen aus dem Ei schlüpft oder so. Das ist nicht so okay. Denn wir haben hier einen Fesseldrachen oder auch Kite im Englischen. Ist ein Spiel- und Sportgerät, das mit Wind betrieben wird. Und Wind, zumindest wir hier an der Küste, haben davon ja genug. Er besteht in einer einfachsten Ausführung aus einem Segel, das in der Regel durch ein Gestänge aufgespannt wird und einer am Gestänge befestigten Leine, die wir als Person dann halten werden, die den Drachen steigen lässt. Ne? Und natürlich der Drachensport selber heißen wir dort Pilot. Der Drache wird so in den Wind gestellt, dass durch die Anströmung der Luft gegen das Drachensegel, das heißt also ein dynamischer Auftrieb entstehen wird und der Drache nach oben steigt. Es gibt auch ein Drachenfliegen ohne Wind, bei dem die Luftanströmung nur durch Fortbewegung des Piloten selber erzielt wird. Das ist hiermit bedingt auch natürlich möglich, da müsst ihr aber die Beine in die Hand nehmen und richtig rennen. Gehen oder laufen, ne? Auf diese Weise kann bei Wind stille oder in geschlossenen Räumen sogar geflogen werden. Dieser CIM Einliner-Drache, das ist ein Beachkite in Rainbow-Optik, ist es ein Einliner-Flugdrache für Kinder ab 6 Jahren. Die Abmessungen liegen bei 70 zu 47 cm. Und wir haben ein 40 Meter Drachenschnürchen dabei und können diesen schönen Kite auch an den Streifenschwänzchen sehr schön von unten sehen. Es gibt ihn in Rainbow, es gibt ihn im Prism zum Beispiel noch, in Butterfly-Effekt. Prison ist dann eher so, ja, der Mädchen, glaube ich, Drache und der Prison ist eher für die Kerle, die dort dann ein Prisma sehen. Und Rainbow ist, wie gesagt, für alle da. Unkompliziert und qualitativ hochwertig. Der kinderfreundliche Schlittendrachen, das heißt, er ist mit zwei Beuteln sozusagen gefüllt, das sind die Windfänger da, die dann auf einem großen Segel sich zusammensetzen. Das große Segel ist dann für den Hauptauftrieb zusätzlich und die beiden äußeren sind dann für die Stabilität und Ausrichtung in die Wind oder ins Windfenster selber da. Der ist aus reißfestem Polyester, Segeltuch genäht und mit bruchfestem Fiberglasgestänge ausgestattet. Lässt sich problemlos montieren und ist einfach zu fliegen. Das ist der perfekte Einsteigerdrachen für Kinder ab 3 Jahren. Und wir haben ein einzigartiges Strandfeeling. Der Beachkite Rainbow hat eine Mittelsegel leuchtende Regenbogenfarbe und Seitensegel in Gelb. Ergänzt wird das farbenfrohe Design durch zwei ca. 200 cm lange Streifenschwänze in kräftigem Rot. Er ist platzsparend und natürlich praktisch. Weil ihr seht, das Ding ist wirklich praktisch verpackt. Es ist klein, es passt in jede Hosentasche fast hinein. Es ist ein optimaler Begleiter für einen Tag unter dem freien Himmel. Der Beachkite ist in einer kleinen Tasche mit Karabinerhaken verpackt und kann so zum Beispiel ganz einfach an der Gürtelschlaufe unserer Hose mitgenommen werden. Den Karabinerhaken finde ich jetzt zwar nicht, aber ist auch nicht schlimm. Den kann man ja, vielleicht ist er abgefallen oder vielleicht ist er noch drin. Und Wow- und Lerneffekt. Der faszinierende Augenblick, wenn der Drachen in die Luft steigt, bleibt für Kinder und Erwachsene unvergesslich. Dabei lernen wir spielerisch, wie sich Wind auswirkt. Wir verbessern unsere Koordinationsfähigkeiten und erfahren ein tolles Erfolgserlebnis, sobald es den Drachen natürlich dann im Windkanal stehen lässt. Und es ist nachhaltig, sicher und fair. CIM verwendet ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Materialien. Diese Drachen werden nach europäischem Standard gefertigt. Selbstverständlich ist Kinderarbeit für CIM ein No-Go. Weil
Im Massenmarkt der Kites wird das immer noch manchmal eingesetzt. Die Beach-Kite-Verpackung ist gelb, wie ihr seht. Rainbow steht drauf, die Firma steht drauf, CIM. CIM ist, meine ich, ein Unternehmen in Deutschland, Sitz, Familienunternehmen. Und hier seht ihr auch das Produkt abgebildet. Was haben wir auf der Drache fertig aufgebaut? Flugfertig mit Flugleine auf Handgriff. Alles da. CE zertifiziert. Unter 3 Jahre sollten wir es nicht benutzen. Hier seht ihr auch die Windrange. Das heißt von 0 bis Windstärke, was ist das? 4. Also in einem mäßigen Bereich der Windstärke können wir ihn einsetzen. Das heißt, dass jetzt nicht bei volle Power 75 km/h würde ich dieses Teil jetzt nicht bevorzugen und fliegen. Nee, nee, nee. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie es aussieht. Ja, eine schöne Aufbauanleitung ist dabei, wie ihr seht. Wir müssen nämlich nur eins machen. Und das heißt, wir machen hier eine Befestigung der Flugleine mit einem Knüdeldüdel. Fertig. Wir sollten nicht bei Gewitter fliegen, wir sollten nicht bei Strommessen fliegen, wir sollten nicht aus dem Flugzeug fliegen, wir sollten nicht aus dem Auto fliegen, wir sollten nicht unter 3 Jahre fliegen. Wir als Piloten haben nämlich auch die Verantwortung darüber. So, hier sehen wir ganz normales Leinchen, das ist eine Flugleine, die dann an den Drachen angefesselt ist. Ein Liner bedeutet, dass wir ihn nicht steuern können oder nur mäßig steuern können. Wenn wir zum Beispiel, es gibt 4-Liner-Drachen, es gibt 3-Liner-Drachen, es gibt 5-Liner-Drachen, es gibt auch 2-Liner-Drachen, die sind dafür da, um dann auch eine Steuerung mit reinzubekommen. Darüber habe ich auch andere Videos schon gemacht. Hier ist es wirklich so, dieser Drachen soll im Windfenster stehen und schön aussehen. Gegebenenfalls diese Reißleine können wir dann noch natürlich benutzen, um auch bei Windstille zu starten. So, vernünftige Nähte haben wir hier schon gesetzt, wie man sieht. Und dann sieht man hier die Windtubes an den Seiten, ne? So die Windbarrels hier, wo der Wind dann, also hier ist vorne, das heißt der Wind kommt von hier, die Windrichtung ist hier des Drachens angesichts. Wir müssen ins Windfenster gehen, am besten mit einer weiteren Person, die es dann hochhält. Dann füllen sich hier die Kanäle, denn der Wind fließt hier rein. Es ist konisch geformt, das heißt, es geht etwas nach innen. Dadurch wird der Wind da drinnen natürlich gestaut und das Konstrukt bleibt in Position. Das macht man zum Beispiel bei Tube Kites auch. Dort benutzt man dann aber aufgepumpte Areas, beziehungsweise bei Matten, bei Flugmatten wird das auch so gefertigt. Nur halt natürlich in einem etwas aufwendigeren Design. Hier andere Seite genau das gleiche. In der Mitte haben wir schön den Rainbow-Effekt und die Stäbchen hier. Ne? Hier haben wir ein besagtes Käbelchen. So, das müsste jetzt hier zusammenkommen, genau. So, das ist hier einmal an dem einen Tube fest, an dem anderen Tube fest. Und hier in der Mitte, genau in der Mitte, ist eine Schlaufe. Dort knüdeln wir unsere Freundin dann dran. Sprich, wo ich es auch immer jetzt hingelegt habe, hier kommt jetzt unsere Flugleine dran. So, hier wird die Flugleine dran befestigt. Und danach kann man direkt loslegen. Ja, also wir müssen jetzt nichts großartig aufbauen. Wir müssen eigentlich uns nur, ja gut, und dann hier die Gummis noch lösen. Ne, die sind da drum gewappt, das ist dann hinten das Schwänzle. Ne, das flattert dann schön im Wind rum und dann können wir schon starten. Ganz easy peasy, leicht im Aufbau, sehr, sehr einfach designt natürlich auch. Das ist das perfekte Kite, um sozusagen anzufangen, dort ja, eine Vernünftigkeit des Fliegens am Beach zum Beispiel, also am Strand oder auch auf einer Wiese, wo gemäßigter Windstärke herrscht, zu tätigen. Und nochmal, ihr könnt es nur bedingt steuern, denn es ist ein Einliner-Drachen, aber wenn ihr Wind habt, wird es stabil oben euch dann einen schönen Ausblick gewähren. Das hier ist der CIM Einliner-Drachen. Es ist ein Beach Kite in Rainbow Optik. Es ist ein Einliner-Drachen, weil wir eine Leine dabei haben. Und es ist für Kinder ab 6 Jahren, so ist das Target, glaube ich, besser gewählt, zu setzen. Die Abmessungen liegen bei ungefähr 70x47 oder 74x47. Wir haben 40 Meter Drachenschnur dabei und das
Streifenschwänzchen an beiden Seiten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Tzu.